21:0 gegen Estland U19. Frauen feiern Schützenfest. Die deutschen U19-Fußballerinnen haben im zweiten Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die EM in Schottland 16. bis 28. Juli 2019 ein Schützenfest gefeiert und den Einzug in die zweite Runde so gut wie sicher. Das Team von Trainerin Maren Meinert gewann in Dungannon, Nordirland gegen ein völlig überfordertes Team aus Estland mit 21:0, 10:0. Beste deutsche Schützin war Schülke Nüsten mit 6 Treffern. Am kommenden Montag bestreitet das Team des Deutschen Fußballbundes DFB das dritte und letzte Gruppenspiel der ersten Runde gegen Gastgeber Nordirland. Am vergangenen Dienstag hatte die DFB-11 bereits den Kosovo 6:0 geschlagen. Punkt. Die beiden Erstplatzierten und die zwei besten Dritten aller 12 Gruppen ziehen in die zweite Qualifikationsrunde im November ein.